Ich muss mal kurz auf die Karte gucken, weil ich verwirrt bin. Ah ja, hier ums Eck. Ich dachte mir schon. Ich dachte, die Schienen hätten schon früher kommen müssen. Aber gut. This town sure is peaceful, Zack. Yes, I know. I know what you're about to say. But that's why we're here. To protect this peace. So. Hier sind wir, glaube ich, ziemlich sicher richtig, genau. Okay. Da, das nächste Foto, das bereitet mir Schwierigkeiten. Weil dieses Motiv gibt's nicht mehr. Vielleicht ist das so ein Fall für eine Zeitreise. Aber ich kann den Schalter hier nicht mehr betätigen. Und eigentlich... Ah, ich kann es trotzdem machen, obwohl der Waggon nicht dasteht. Okay, dann ist es gut. Okay. Es ist egal, der Waggon muss nicht dastehen. Dann ist schon gut. Vergesst, was ich gesagt habe. Kobayashi Maru. Der Kobayashi Maru in der Super Nintendo-Version von Star Trek Starfleet Academy. Okay. Nee, mit der Story sind wir nicht durch. Ich möchte noch so viel Nebenquests jetzt hier auch machen, wie ich kann oder wie ich Bock habe. Auch so ein bisschen. Und mir hier noch ein bisschen Zeit lassen. Die Hauptstory will ich eigentlich dann erst beenden, wenn wir uns hier im Großen und Ganzen echt ganz gut umgesehen haben. Und dann, wenn ich dann noch Bock habe, gehen wir nochmal zurück in die früheren Kapitel, um noch die Nebenquests abzuschließen, die ich jetzt verpasst habe. Und dann will ich alle Achievements in dem Achievement-Buch abschließen, damit ich wahrscheinlich irgendwie den bescheuerten Goldanzug kriege oder so. Ich habe keine Ahnung, ob man da was Cooles kriegt, aber es wäre witzig. Und dann... Beide habe ich noch nicht geplant. Der Test, den bisher nur Kirk bestanden hat, indem er geschummelt hat. Okay, aber warte mal, in dem Super Nintendo-Spiel war quasi ein unbestehbarer Test drin. Oder wie? Das klingt nicht sehr fair. Ich fühle es, every time that molten hot sun pours down on me. Moment, jetzt muss ich kurz gucken. Ich weiß wirklich nicht, warum es die Fotos nicht gespeichert hat. Ich weiß es wirklich nicht, aber okay. Hilft ja nichts. Das heißt, wir müssen jetzt alle Fotos des zweiten Albums in einem Run möglichst machen. Damit die nicht wieder verloren gehen, weil das ist irgendwie doof, wenn die verloren gehen. Also ich meine, das ist ziemlich sicher ein Bug. Die sollten nicht verloren gehen, aber wenn es einmal passiert, kann es immer wieder passieren. Das ist das Blöde bei Bugs. Ah, wir sind ziemlich hungrig, sehe ich gerade. Habe ich vielleicht einen Snack in meinem Etui? Ich habe so viel Munition in meinem Etui. Viel mehr, als wir jemals brauchen würden. Ich glaube, kaum was zu essen, oder? Macht Rootbier satt? Nee. Mist, ich habe gar nichts zu essen. Ah, okay, wartet mal kurz. Da hinten war nämlich gerade ein Verkaufsautomat. Dann kaufen wir uns einen Snack vielleicht. Hey, wanna talk about bridges? Why? I've become obsessed with bridges, Zack. And there's no turning back now. Remember what we saw on our way here? Back when we were driving that hybrid car before we switched over to the skateboard. We passed over the Lake Pontchartrain. So viel Knöpfe. Okay. Ich glaube, ich muss aber erst was aus meinem Etui verbrauchen, weil wir ja, unser Etui ist voll. Ich könnte ein Pflaster brauchen. Ein ganz klein bisschen sind wir verletzt. Und ein Kaffee schadet nie. Und dann kaufen wir schnell zwei Snacks. Ich schätze mal, so ein Donut hilft am besten. Heute hat Swery, der Entwickler von dem Spiel, getwittert, man soll immer auf Kaffee, Donuts, Whisky und Pizza vertrauen. Das sind die vier Dinge, auf die man immer vertrauen kann. Und das finde ich eine gute Weisheit von ihm. Donuts, Kaffee, Pizza vor allem, würde ich immer vertrauen. Es ist noch nie was Schlechtes von Pizza gekommen.
Pizza ist immer gut. Pizza ist unser Freund. Pizza können wir vertrauen. Okay. Bisschen gesnackt haben wir. We've been in this town for longer than we originally planned, haven't we? Oh no, I'm not complaining. I'm used to living out of a hotel, and I love southern food. There are some inconveniences, though. There's no movie theater in this town, nor is there a video rental store. And the TV in the hotel room doesn't get any of the on-demand movie channels. We'll just have to get lucky and encounter a movie being shown on TV. The movie environment in Lucarne is no different from that of the 70s, Zach. No, they don't have a movie theater. So I suppose it's even farther back than that. But it's true that these are the times in which one always encounters the best movies. It's always been that way, hasn't it? Think back with me. Remember that hotel in the rundown town near Monroeville? Just so, jetzt müssen wir mal schauen. Es gibt nämlich mehrere Brückenfotos. Das ist die falsche Brücke für hier. Das auch nicht richtig. Gibt es sonst noch ein Brückenfoto? Nö. Sonst kein Brückenfoto, glaube ich. Dann ist das die falsche Brücke. Oh Mann ey, mich ärgert es, dass wir die Fotos nochmal machen müssen. Und mich beunruhigt es ein bisschen, dass wir die Fotos aus dem ersten Album nicht mehr haben. Ich hoffe, die müssen wir dann nicht irgendwie nochmal machen. Oder können wir die nochmal machen? Ist das jetzt verbuggt für immer? Können wir die Quest überhaupt abschließen? Letztendlich, wenn wir dann das fünfte Album voll haben? Man weiß es nicht. Okay? Ich hoffe es. Strong, but it seemed like she was deeply distraught. Where did Melvin disappear to? Aber es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Google! Nein, ich glaube, bei dem Spiel, das hat so eine kleine Fangemeinde, da findet man noch nicht viel auf Google. As of now, Patty could be in danger. Auf Google. Can't stop moving until we find the Google source of this chaos. Okay, hier sind wir richtig. Gibt's nämlich gleich zwei Fotos in dem neuen Fotoalbum abzuarbeiten. Und zwar eins irgendwie so hier irgendwo. Oder ist es etwa auf der gegenüberliegenden Seite? Könnte auch sein. Vielleicht ist es gegenüber. Das sieht richtig aus. Ja, genau. Cool. Und irgendwo hier müsste auch noch eins sein. Jawohl. Sehr schön. Okay. Also, Tankstelle weiß ich jetzt leider nicht. Boah, was das für ein Haus ist, weiß ich auch nicht. Das Haus weiß ich. Das ist Marvins Haus. Das habe ich hier sogar markiert, oder? Nee, warte mal, aber das ist... Das, da müssen wir hin. Da müssen wir, glaube ich, hin. Das ist zwar nicht Marvins Haus, aber das ist, glaube ich, auch ein Haus. Mal schauen, ob die Polizeiwache, war die vielleicht bei den Fotos mit dabei? Wahrscheinlich nicht, oder? Wäre mir aufgefallen. Nö. Oh, falsche Richtung. Jörg. Ich hätte gerne, aber das ist halt aus physikalischen Gründen schwierig. Exactly. Looks like we were right on the money.
einen 180-Grad-Spin, damit ich in die andere Richtung fahren kann. You know what that means. Einen U-Turn, so was, das könnte man machen. And Lady Luck's given us far more favor than she ever has before. We just happen to hear new. Wenn man mit dem Skateboard schnell unterwegs ist, wird es schon echt schwer zu steuern. Were you thinking about Galena too? And all the other women we've seen so far on our travels across the states. Zach, I'm right, aren't I? This is a vast country. Incredibly vast. And it's mostly composed of mountains, deserts and farms. Ich glaube, hier müssen wir gar nicht hin. Ich weiß nicht, warum ich hier eine Markierung gemacht habe. Das ist nicht richtig. Aber im Park, wenn ich mich recht erinnere, müssen wir ein Foto machen. Und auf dem Friedhof auch. Perfekt. Können wir immerhin zwei abklappern. Ich hätte auch gern so ein Offroad-Skateboard, mit dem man einfach über Wiesen und Hügel und Dreck und Straßen und alles fahren kann. Das ist schon ziemlich praktisch. Das Lied habe ich jetzt meiner Playlist hinzugefügt. Was einfach so ein Ohrwurm ist. Hey Zach, it looks like we were right on the money. Tracing the San Rouge distribution route. Na, irgendwie stehe ich nicht ganz richtig, scheinbar. Jetzt. Gut. So, und wenn mich nicht alles täuscht, dürfte ein Bild, die im Park das Übernachtungsfeuersesselchen sein. Were you thinking about Galena too? And all the other women we... Übernachtungsfeuersesselchen... Ja, da ist es. Puh. Geschafft. Ja! So, ich muss jetzt wirklich viel mit dem Skateboard rumfahren, damit ich die anderen Sachen finde, weil ich weiß bei manchen Sachen leider echt nicht, wo die sind. Das da ist... Genau. Ich glaube, das ist das Haus von Marvin und der wohnt irgendwo hier drüben, glaube ich. Ah, hier unten. Und da sollte irgendwo auch der Steg sein, den wir auch für ein Foto brauchen. Es ist alles nicht so leicht. Aber ich werde jetzt zu Fuß hinfahren. Also mit dem Skateboard, nicht mit dem Wyvern-Service. In der Hoffnung, dass wir vielleicht an der Tankstelle vorbeikommen. Hey, wanna talk about bridges? Why? Könnte sein, dass wir hier auf dem Gelände auch noch ein Foto machen müssen. Turning back now. Remember what we saw on our way here? Back when we were driving that hybrid car, before we switched over to the skateboard. We passed over the Lake Pontchartrain Causeway. The long... Ich glaube hier. Ich glaube, wir sind hier sogar richtig. Du, 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 du. Genau. Cool. Na. Nee. Ich glaube, ich muss auch näher hier so ran, oder? Nee, zu weit. Oh, ich habe keinen Fokus mehr. Okay, dann ist jetzt Kaffeezeit. Gut, dass ich so viel Kaffee habe. Hi, Zagorak. Hallo, wie geht's? So, vertrau dem Kaffee. So müsste es doch ungefähr stimmen, oder? Ja, passt. Okay, gut. Ausgezeichnet. Okay, 10 von 20. Die Hälfte haben wir schon.
wie gesagt, jetzt fahre ich zu Fuß zum Haus von Marvin. Weil das ist definitiv eine Anlaufstelle. Und im Skatepark, da ist auch noch ein Foto. Und der Steg, den weiß ich auch ungefähr. Und ab dann wird's schwierig. Ab dann müssen wir wirklich suchen und aufpassen und hoffen. Warte mal, da sind ganz viele blaue Container. Jetzt muss ich kurz auf die Fotos gucken. Da war eins mit blauen Containern. Oder nicht? Doch, hier. Aber das ist im Skatepark. Okay. Den Steg. Das hier. Gelbe Garage und Tankstelle. Das sind unsere vermissten Gebäude, die ich noch finden muss jetzt. Schauen wir mal, ob wir die auf gut Glück hier vielleicht finden. Zu Fuß fahren klingt verkehrt. Ja, aber irgendwie mache ich das doch. Irgendwie ist doch Skateboarden die Definition von zu Fuß fahren. Radfahren geht theoretisch auch. Da fährt man auch zu Fuß. Mit Fußkraft. Mit Beinkraft. Can't stop moving until we find the source to all this chaos. Was passiert eigentlich, wenn ich ins Wasser springe? Wahrscheinlich geht das einfach nicht, oder? Nee, unsichtbare Wand. So, halten wir mal Ausschau nach einem Steg, der hier irgendwo noch am Wasser sein müsste. Ich weiß nicht, auf welcher Uferseite, aber... Why do you think the Clarksons chose a dragonfly for their family crest? Ah, da drüben. In some European countries, dragonflies are called devil's needles. And folklore suggests that they fly around, sewing up the mouths of children who don't do as they're told. In Japan, some samurai helmets are also shaped like dragonflies. There, dragonflies are seen as beneficial insects who march valiantly ahead, preying on the pests that devour crops. In other words, dragonflies symbolize opposite things depending on whether you're in the east or the west. But why did the Clarksons choose this insect to be their symbol? I can't help but feel like it's something deeper than the cliched image of dragonflies as guardians of crops. Hoongan called the dragonfly a flying serpent. What if his interpretation was right on the mark? The Clarksons are serpentine. Ich muss leider ein bisschen Alligatoren jagen, weil die haben Rohstoffe, die ich gut brauchen kann. Für ganz viele interessante Fetische fehlt mir eigentlich immer Krokodil. Alligatorenteile. Hierher. Okay, wir müssen erstmal in Zeitlupe nachladen. So. Oh Mist, jetzt ist er zu weit im Wasser gestorben, oder? Ah, naja. Der nächste halt dann. If this town has a symbol. It's got to be that bridge. So, ich hoffe, das ist der richtige Steg. Aber ich wüsste keinen anderen. Ah ja, passt schon. Bisschen... Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Weiter weg vielleicht. Ah, das war richtig. Okay. Cool. Was kann man denn im Spiel noch so alles machen? Bowlen, skaten, fischen? Fischen kann man gar nicht. Fischen konnte man im ersten Teil. Man kann noch in so einem Sumpf, in so einer Sumpf-Luftkissenboot mitmachen. Das ist dann im Grunde so ein Lightgun-Shooter, wo man auf Zielscheiben schießt. Und man kann noch Steine übers Wasser titschen lassen. Und auf Jagd gehen. Und Monster erschießen. Und einen Mordfall lösen. Das ist aber dann so ziemlich alles. was wollte ich machen? Ich wollte die Markierung löschen. Gut, Marvins Haus. Ach so, nee, Quatsch. Ich war noch gar nicht bei Marvins Haus. Ich war beim Steg. Und es verwirrt schon wieder. Die Bowling-Challenge müssen wir auch noch schaffen. Ich weiß aber nicht, ob wir das heute machen. Lena Doman, aka Professor R. How could... So.
Schauen wir mal kurz. Hier gibt es nämlich ziemlich sicher, das dürfte ziemlich sicher das Haus sein. Das da, oder? Warte mal, das sieht ein bisschen anders aus, oder? Na wohl. Kommt schon hin, glaube ich. Ah ja, doch, passt. Okay, ich war mir gerade nicht sicher. Aber ja. Diddle-diddle-ding. Ausgezeichnet. Hier gibt es ziemlich viel zu plündern. Ich bediene mich mal. Marvin ist eh verschwunden. Der kommt eh nicht wieder. Lernen wir mal den Briefkasten für ihn aus. Wie man das so macht als guter FBI-Freund. Oh. Ein altes Seil. Und ein gewöhnliches Seil. Ganz schön viel Seile hier. Okay. Cooli, cooli. Was wäre so schöne Überraschungen drin? Die Monster und die Tiere, die haben nämlich wirklich immer teilweise seltsame Überraschungen. Vor allem die Eichhörnchen. Aber die sind doch diebische Halunken. Okay, lass mich nochmal schnell ins Fotoalbum schauen. Da habe ich eine Idee, wo das sein könnte. Das ist beim Skatepark. Da können wir jetzt auf jeden Fall noch hin. Ja, das weiß ich nicht. Und das, ja, da war ich schon, bevor es mir eben hier irgendwie den Questfortschritt zerschossen hat. Aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Vielleicht ist es ja Xaviers Haus. Ich weiß es nicht. Ich klappe mal die Orte ab, die einen Namen haben. Vielleicht haben wir Glück. Were you thinking about... Voll Crusader, dankeschön. Wird das Glas wieder gefüllt. Hey, schau nur rein, um das Glas zu füllen. Cool. Leonard Dolman, und schon bin ich wieder raus. Schönen AKA Abend noch. Dankeschön, dir auch. Mach's gut. Such an intelligent person like her suffer such a tragic downfall? Ja, und da ist das Glas auch schon wieder voll. Like Patty said, this sunlight certainly seems capable of breaking someone down. No matter how you try to resist it, it's so hot it feels like I'm burning up. But that doesn't explain it. Perhaps we really do need to focus on the Clarkson bloodline itself. Everything in this town, whether it's visible or invisible, it all carries shades of their influence. Ach, hier wohnt der Barkeeper. Aha, der macht hier seine Liegestützen. Town feels kind of weird. Ja, ja, ich weiß schon. Ich komme heute Abend und probiere deinen nächsten Spezialcocktail, damit wir echte Freunde werden. Vorher klaue ich dir noch schnell eine alte Perle aus deinem Briefkasten. Nur, dass du es weißt. Okay, hier sind wir definitiv falsch. Wo könnten wir noch hin müssen? Alexis Haus. Ja, ich versuche jetzt wirklich die Häuser abzuklappern. Ich glaube nämlich, das ist eine gute Idee. Sollte ich vielleicht nur die richtige Taste drücken noch. Das ist, glaube ich, auch eine gute Idee. Ich finde das eigentlich ganz schön, dass die Stadt aus dem zweiten Teil jetzt hier viel kleiner ist als die aus dem ersten, aber dafür auch viel detaillierter. Und es macht viel mehr Sinn, die irgendwie zu Fuß zu erkunden. No sugar, only milk. Beim ersten war die halt wirklich hauptsächlich so eine Welt, also so einfach nur so ein Weg zwischen A und B im Endeffekt. This is the deep south. I feel it every time that molten hot sun pours down on me. Auf Discord geschickt. Don't use that? Eine Nachricht. Nice. Sag ich mal. Ich schau gleich mal rein. Wenn sie zu lang ist, lese ich sie nachher. Ah, ich fand den Sumpf. Two lollipops? Three lollipops? Don't mind me, Zach. This is how I wake myself up. Ist gar nicht so leicht hier. Alles gleichzeitig. Zach, you're a coffee person, right?
No sugar, only milk. Yes, I'm completely with you on that one. Ach so, das meinst du. Ja, das habe ich gesehen. Ich habe ganz vergessen zu antworten. Das mache ich nachher dann. A.K.A. Professor R. Schreibe ich gleich dazu. An intelligent person like her suffer such a tragic downfall. Does the South really corrupt people, like Patty said? This sunlight certainly seems capable of breaking someone down. Genau, das habe ich schon gelesen. Ich habe nur ganz vergessen, dass ich da antworten wollte. It feels like I'm burning up, but that doesn't explain it. Perhaps we really do need to focus on the Clarkson bloodline itself. Everything in this town, whether it's visible or invisible, it all carries shades of their influence. Buildings, people, conversations, food. Right down to each blade of grass, there isn't anything beyond the reach of the Clarkson's breath. Even Saint Rouge itself was created by Clarkson blood. Zach, just looking at the people involved in this case tells us all we need to know, don't you think? What stands before us now aren't your usual serial killers. Not even your usual drug case. It's the history of sin that's weighing down the shoulders of a massive entity known as the Clarkson family. And we're simply lost souls wandering through its colossal womb. We need to be like Pinocchio and Jiminy Cricket, put our heads together and find the way out. No matter what we go up against, no matter what situation we find ourselves in, our mission never changes. We need to apprehend the perpetrator and bring them to justice. It's as simple as that, Zach. Wir könnten auch, wenn wir hier sind. Ach so, nee, doch. Ja, okay. Gehen wir ins Hotel. Zach, how about we grab a bite to eat? Not even I can think straight on an empty stomach. Eben, weil erstens hat unser Held Hunger. Wir sollten echt mal was essen. Und zweitens könnten wir dann mal an den geheimen Ort fahren mit dem Vivan Taxi-Service, weil da ja auch irgendwo ein verstecktes Foto ist. Eins, das auf unserer Liste fehlt, können wir das schon mal abhaken. Auch nicht schlecht. Dup, dup, dubi, du, du. Du, 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 du. Du, 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 du. Sag ich dir nur. Ja. Der Hotelier und der Bellboy sind beide leider immer noch nicht da. Schade. Ja, zwei so Donuts, da wird man halt nicht den ganzen Tag satt. Zwei so Donuts zum Frühstück. Es wird Mittag. That's what I'm talking about. Zeit. You can't get to make zum Essen. Thanks, Mister. Next time. Ich glaube, ich lege mich jetzt mit unserem Charakter kurz hin. Nur schnell, weil jetzt ist es 23:30 oder so, damit es nach 12 wird. Damit vielleicht ein neuer Charakter hier im Hotel steht und nicht mehr nur der Koch. Die wechseln ja quasi in Schichten durch. Ich weiß nicht genau, wann die Uhrzeiten sind, dass die wechseln, aber nachmittags kommt, glaube ich, der zweite. Du musst bei den Let's Play-Kanal... Ja, ich habe es versucht. Das ist voll blöd mit dem Let's Play-Kanal und dem Bot. Weil mit der kostenlosen Version von dem Bot kann man nur einen Kanal verlinken. Mehr geht nicht anscheinend. Wenn ich da mehr verlinken will, also einen zweiten Kanal hinzufügen will, dann kostet es monatlich irgendwie. Und das will ich nicht. Ich habe gerade erst so ein paar Abos und Sachen, die ich eigentlich gar nicht mehr brauche, gekündigt. Ich will jetzt nicht wieder anfangen mit Sachen, die ich eigentlich gar nicht brauche, dass wieder neue monatliche Kosten entstehen. Ja, der Koch steht immer noch da. Dann schlafen wir vielleicht nochmal kurz eine Stunde. Machen wir mal bis 15 Uhr. Weil ab
Wann macht die Bar auf? 17 Uhr oder sowas? Mal schauen. So, mal schauen, ob jetzt... Ups, nicht die Waffe ziehen. Nicht die Belegschaft in Angst und Schrecken versetzen und die anderen Gäste. Ah ja, jetzt ist er zumindest hier. Wir könnten ihn mal fragen, ob er eine Nebenquest hat. Ich muss gestehen, ich hatte nie damit gerechnet, dass dieser Vorfall derart chaotische Ausmaße annehmen würde. Aber es gibt keinerlei Grund für Sie zur Sorge, Mr. Morgan. Wir legen in dieser Einrichtung großen Wert auf die Sicherheit unserer Gäste. Alle Angestellten haben stets ein wachsames Auge auf das gesamte Grundstück. Sie können also weiter beruhigt ihren Aufenthalt genießen. Okay, der hat auch keine Quest. Schade.